Herzlich willkommen, Leute, zu diesem Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seht schon, ich bin heute hier mit Henry am Start und wir sind heute in der Wicked Woods Skate Halle. Und ich Ich werde heute ein saftiges Coil Shots mit Henry machen. Also ich kann natürlich selber nicht fahren, das wisst ihr. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wir sind in der ganzen Halle, deswegen gucken wir einfach mal, wie genau wir wo Tricks machen. Deswegen fangen wir mal straight an. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Bowl. Wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt gerade hier in der Bowl bei der Wicked Woods. Und zwar möchte ich von dir, Henry, jetzt wirklich interessanterweise einfach mal einen Trick in der Bowl, egal welche Seite, ob du jetzt auf der Seite es machen möchtest oder halt vielleicht auf der Seite, hast du schon eine Ahnung? Nein. Du machst jetzt einfach erstmal einen Bry Whip Air. Ja, okay. Und dann würde ich sagen, Whip Bar vielleicht. Aber bevor du jetzt den Trick machst, Henry, Digga, wie lange bist du bitte nicht gefahren? Anderthalb Jahre Minimum. Ja, eineinhalb Jahre. Und jetzt die erste Session, der erste Mal gerade auf dem Roller? Genau so ist es. Oh mein Gott. Okay, ja, deswegen ja Bry Whip auf Warm-Up. Und ich glaube, Whip Bar wird am ekligsten nach eineinhalb Jahren, oder? Ja. Gut, deswegen schauen wir einfach mal, ob das First Try wird oder nicht. Aber ich denke mal schon. Okay, er kache jetzt schon mal an. Oh ja, clean. Okay, jetzt sind wir bei dem Whip Bar. Da bin ich echt mal richtig gespannt darauf. Nope. Ja, ich wusste es. Das ist so ungewohnt, wenn man halt nach so langer Zeit echt einen Whip Bar macht. Digga, das war ungewohnt, oder? Nochmal bitte. Ja, der ist, glaube ich, jetzt. Ja, guck. Easy, Warm-Up. Sogar aufbaubar gemacht. Wir gehen mal direkt zu einer anderen Section. So, Bowl ist ganz schön und so, aber ich würde sagen, wir gehen mal woanders hin. Und zwar einfach mal, vielleicht mal rüber und gucken bei der Holzbox. Okay, lass machen. Ja, ich hätte Bock. Hast du Bock? Ich hab Bock. Also hier hinter uns ist die Box und ihr seht schon, es ist ein bisschen voll. Deswegen möchte ich einfach mal drei schnelle Tricks von dir sehen, Henry. Okay, hau raus. Erster Trick, würde ich sagen, machst du erstmal einen Flip, weil Flip immer saftig ist, ne? Okay, schaffe ich. Danach würde ich sagen, Dreierbaba. Ja. Und ich möchte irgendwas Kickfist-mäßiges sehen. Überrasch mich. Let's go. Ja, überrasch mich. Ihr seht wahrscheinlich auch, ich bin nicht alleine hier mit Henry, sondern Janni ist hier auch am Start. Und natürlich, oh nein, aua, oh. Muss ich natürlich ein bisschen einfahren, ist ja nicht schlimm. Triple Kick ist sogar zum Einfahren. Tja, Warm-Up. Aber ihr wisst, jetzt kommt Henry mit einem riesen Backflip und ich hoffe, er boostet den wirklich bis nach ganz oben, weil seine Backflips sind immer richtig, richtig geil. Okay, er kachelt jetzt schon mal richtig dolle. Ja, der war wild. Oh, kein Dreier-Baba. Er wusste auch nicht, was er gerade machen soll, aber jetzt kommt 360-Baba. Mal gucken, ob der geht. Ich habe schon diesen Finger gespürt oder gehört, besser gesagt. Aber ihr wisst ja, nächster Try ist auf jeden Fall. Yo. Easy. Oh Gott, nee. Aua. So, jetzt glaube ich, der letzte war sogar ein Rewind-Combo. Da kann er sich aussuchen, was er genau machen möchte. Und deswegen sehen wir es jetzt mal. Und. Wild, Digga, was? Hä? Ersten Backflip und dann Backflip Kickless? Yo, was, Digga? Der war wirklich richtig, richtig übertrieben. First try. Vor allem First try. Dreier war nicht die First try gestartet, aber Flip Kickless? Ja, was soll ich machen? Digga, was soll ich machen? Keine Ahnung, Mann. Also, Box hast du schon mal mit drei Ticks gut rasiert, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen, ja. Tim, hau raus. Du hast gesagt, du bist eineinhalb Jahre nicht gefahren, ne? Kannst du Backflip immer, Bry? Oh mein Gott. Ja. Was? Niemals kann ich das noch. Oh okay. Mein Gott. Wollen wir irgendwas anderes? Okay. Soll es ein Flip sein oder ein normaler Trick? Ich würde sagen, normaler Trick. Wir hätten gerade Flip. Sag zwei. Sag einmal ein Flip und ein normaler. Ich rufe dich so raus, ja? Okay, Flip Baba. Oh. Oder Flip No Hand. Oh. Oh, du kannst Flip No Hands, ne? Oder ich habe lange nicht gemacht, aber ich kann ja gucken. Okay. Kickless, Heel Kickless. Kickless, Heel Kickless. Ja, warte, wie geht das? Kickless, Heel Kickless. Boah, fast in die Kamera. Ja. Ich glaube, du wirst eher einen Flip-Trick machen, oder? Ich einfach mal beides. Ja, okay, einfach mal beides, Digga. Tim, was sagst du? First try, second try auf dem dritten? Also ich sag, wenn der Flip No-Hand macht, ist first try? Ja, würde ich auch sagen. Und Kickless war ein bisschen verwirrt, würde ich sagen, zweiter. Digga, überleg dir mal, eineinhalb Jahre nicht richtig gefahren und dann halt so eine Combo machen, die man ewig nicht mehr gemacht hat, das ist schon räudig, das oder? Das ist richtig ekelhaft, wirklich. Wir schauen einfach mal. Also ich tippe, dass man tatsächlich erst einen Flip-Trick macht. Oh mein Gott, ja, oder? Ich hab gesagt, Second Try. Digga, der war doch gut, oder? Easy, ich hab doch gesagt, Second Try. Das war jetzt der erste Try, um quasi die Motion wieder reinzukriegen. Nächster ist easy, safe. Kann ich mir auch gut vorstellen, ich glaube, der ist. Okay, Second Try von Henry. Oh mein Gott, nein, Alter, das hat ihn auseinandergenommen. Dann doch, alle guten Dinge sind drei. Oh ja, ich glaube nämlich auch. Okay, letzter Versuch, oder beziehungsweise dritter Versuch. Boah, ich hoffe, er schafft den, aber ich glaube schon, er kriegt das hin. Ja, ich sag es doch. Oh, er macht was weiter, er macht was weiter. Flip noch ein Back-to-Back. Digga, das wäre krass. Backflipper, ah, er wollte Flip-Baba. Ja, aber ey, einen Trick schon geschafft. Sehr geil, ich glaube, er macht direkt Flip-Baba. Geil. Digga, der war clean.
Ich weiß, ich war nicht das letzte Mal Flipper gemacht habe, deshalb erstmal einbuffen. Digga, der war auch trotzdem, Digga, First Try trotzdem Flipper. Ja, danke. Ja, nice. Machst du nochmal Flipper oder willst du woanders hin? Such du es aus, ich bin für alles offen. Ah, ich würde sagen, ich will mal irgendwo einen 80-Trick sehen, Digga. Okay, ich bin am Start. Da würde ich sagen, suchen wir so eine Quarter aus und gucken einfach mal. Henry, wir sind jetzt hier und ich möchte dir jetzt einen Trick callen. Und zwar haben wir hier zwei Quarters und vor allem eine Bank. Deswegen möchte ich einfach mal von dir einfach an der Quarter einen Umbrella sehen als erstes. Umbrella, okay, ja, das kriegen wir. Würde ich auch sagen. Ja. Und ein Finger Whip dann Drop-In die Bank danach. Genau, die hinter uns hier. Aber London Gap oder Bank? Egal, kannst du aussuchen, spontan. Okay. Ich glaube, das ist ein guter Call. Okay, ich glaube, das wird auch so ein First-Try-Ding sein. Deswegen, Umbrella. Yeah. Was zum Teufel, wie rutschig ist das hier bitte? Das ist wirklich krass rutschig, aber meine Schuhe sind auch einfach nervig. So richtig rutschig und es ist so einfach nervig. Ja, das glaube ich. Egal, nächster ist. Ja, kann natürlich mal passieren. Vor allem, wenn man mit Schuhen fährt, die man noch nie gefahren ist, richtig. Das ist natürlich auch nochmal eklig, aber ich nehme es dir nicht übel. Ich meine, der Bruder ist 1,5 Jahre nicht gefahren, ne? Übrigens könnt ihr jetzt mal in die Kommentare ausschreiben, was für ein Video ich als nächstes mit Henry drehen soll. Und vor allem in welchem Skatepark. Aber jetzt erstmal weiter Umbrella und dann Finger Drop-In. First Try. Haupt als Second Try, besser gesagt. Okay, jetzt nehmen wir den Umbrella. Easy. Wow. Oh mein Gott! Mist! Digga, also dieser Finger. Oh, da hinten noch einen saftigen Flair gemacht. Habt ihr wahrscheinlich nicht so gut sehen können. Aber trotzdem Second Try, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ging, ne? Ging eigentlich. Ich würde auch sagen, den Flair habe ich leider nicht drauf, aber der war saftig, Digga. Danke. Jetzt aber würde ich sagen, oh, in dem Bereich waren wir heute, also ich jetzt persönlich noch gar nicht. Und zwar haben wir hinten so wie so eine kleine Bank-to-Bank. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal hin. Und ich glaube, da kannst du wirklich auch coole Sachen machen, ne? Können wir machen. Wie ihr sehen könnt, dieser Bereich ist, finde ich, eigentlich auch cool. Ich glaube, hier kann man safe was machen, ne? Ja, safe. Also hier kann man auf jeden Fall Bank-to-Bank. Und ich möchte oben drauf Tricks sehen. Ich möchte erstmal ein Bar-Manual sehen. Hier drauf? Ja, ich habe noch nie ein Bar-Manual heute von dir gesehen, deswegen. Ja, okay, okay. Und als nächstes würde ich sagen, machst du einfach mal so einen Triple-Whip drauf, Triple-Whip Drop. Kriegen wir hin. Ich würde es auch sagen, ne? Easy. Also erstmal Bar-Manual und dann Triple-Whip drauf, Triple-Whip Drop in. Das wäre cool. Also Henrys erster Bar-Whip. Bar-Manual, besser gesagt. Ja, easy. First Drop. Ja, okay, war nicht der Schönste. Aber trotzdem, im Endeffekt zählt er. Jetzt Triple-Whip drauf. Oh, er macht nochmal Backup. Oh mein Gottes Willen, Alter. Der war deutlich besser. Finde ich cool, dass er nochmal gemacht hat. Jetzt Triple-Whip oben drauf und Triple-Whip Drop in. Oh ja, mach ruhig nochmal. Jawohl, gerade ein bisschen gesnaked. 1, 2, 3. Easy. Und jetzt Drop in. Oh mein Gott, Alter! Man hat richtig gesehen, dass er ganz falsch gelandet ist und auch falsch abgesprungen ist, aber ich würde sagen, noch einmal natürlich nochmal einen schönen Nose-Manual und jetzt nochmal Triple oben drauf, Triple Drop in. So, jetzt aber, komm, 1, 2, 3, easy und 1, 2, 3, easy. Oh mein Gott, Alter! Ich persönlich finde, man merkt, dass das Deck einfach zu schmal ist. Das Deck ist zu schmal. Das ist ein bisschen schmal, ja. Digga, ich habe gedacht, du knickst komplett um beim Triple Drop in. War auch wirklich sehr sketchy. Hat man es gesehen, ja? Ja, komplett. Weil ich jetzt weiß, du hast jetzt einen höheren Lenker, habe ich jetzt mitbekommen, möchte ich mal von dir Flyout auf diese Bank, weiß ich nicht, Bri-Flip Flyout sehen. Oh ja. Aber das können wir machen. Also ich glaube, das wird schon echt interessant. Den Bri-Flip mit einem hohen Lenker. Oh, ja, er kennt halt nur Flat, deswegen. Ja, der ist sowas von easy auch gewesen vor allem. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo wir jetzt hingehen, weil ich meine, man hat hier wirklich verschiedene Sections. Erstmal nochmal 180, 180 und nein, schade. London Gap, wie wär's? Let's go. Let's go. Wollen wir als ersten Trick einfach mal direkt einen, oh, ich möchte es einfach mal versucht sehen, Buttercup. Hoch. Ja. Bruder, mein Lenker ist ganz schön hoch, aber wir können es machen, meinetwegen. Also versuch zwei, dreimal und wenn nicht, versuchst du einfach mal einen Double Finger hoch. Double Finger auch hoch. Ich mach beides in der Line. Okay, in der Line. Sehr gut. Also das London Gap, oh mein Gott, dass ich überhaupt hier hochkomme, ist echt ein Wunder. Das London Gap ist wirklich theoretisch relativ groß, aber man hat genug Schwung. Das heißt, es reicht auf jeden Fall deutlich, um halt wirklich da Tricks hochzumachen. Dieses Gap will ich auch nochmal kurz von ihm sehen. Das ist richtig geil. Das ist wie so ein Step-Up in einer Quarter, sag ich mal. Hier haben wir natürlich das London Gap und ich glaube, Henry da ganz hinten ist schon ready und hat richtig, richtig Bock, mal wieder richtig Roller zu fahren. Deswegen sehen wir uns einfach mal ein paar Tricks an von ihm. Okay, first try. Boah, Buttercup First D, was für hoher Lenker und so. Ah, ich wusste das. Das war Ausrede. Jetzt Double Finger Whip. Aber ich glaube, Double Finger Whip macht der so selten. Ich tippe mal auf den Second Try, aber wäre natürlich cool, wenn er den auf dem allerersten machen würde. Ne? So, first try von Henry, let's go. Digga, auch First Try, was ist denn da los? Alter, krass. Double Finger Whip hätte ich jetzt nicht First Try gedacht, sondern eher Buttercup, bin ich ehrlich. Was soll ich sagen? Digga, er war nie weg, so ist es halt. Jetzt würde ich aber sagen, ja. Ich habe nämlich hier schon geschaut. Und zwar haben wir hier Quarter Step Up. Oh nee, nein. Digga, ich will ein, zwei Tricks reinsehen haben. Zu meinem Pech ist es auch noch genau meine Richtung, deshalb ist ja. So, okay, aber ich bin dabei. Ja, aber ganz ehrlich, bist du das schon mal gefahren? Vielleicht einmal vor 5 Jahren. Stabil, aber es geht. Kurz Fun Fact, ich war das letzte Mal hier vor 5 Jahren. Wirklich? Ja. Das war Scooter 3, glaube ich. Genau, Scooter 3 2018. Ich denke, ihr erinnert euch vielleicht dran, die einen oder anderen. Digga, das ist übertrieben, weißt du das? Übertrieben lange her, deshalb. Okay, gut, aber das Gap, mal gucken. Und dann will ich auf jeden Fall erstmal, dass du das guckst oder du machst halt direkt einen Inward Bry hoch. Inward Bry. Ja. Probier es einfach mal, okay? Ja, ich würde auch sagen. Ja, easy. Ja, okay, gut. Also da gar kein Problem. Kann man nicht anders sagen. Oh mein Gott. Sorry, Digga. Alter, ich dachte, ich krieg einen Bri-Flip voll ins Gesicht. Aber gut, jetzt ist Henry auf jeden Fall nochmal dran. Er muss eigentlich herkommen. Ich muss den Trick callen. Warum ist er jetzt da hinten und wartet auf mich? Wir haben es jetzt so besprochen. Er macht jetzt einfach irgendeinen Trick und ich guck einfach mal zu. So, da kachelt er.
Genau so wie er gelandet ist. So, glaube ich, fühlt sich der Trick echt eklig an, Alter. Was? Aber trotzdem, was für ein Flair hochgezogen, Digga. Was ist das denn, Alter? Digga, woher kam denn der? Ich dachte halt auf Special halt. Komplett krass. Aber eklig, oder? Sehr eklig. Ja, gut, okay. Allgemein war eigentlich ganz gut, oder? War voll easy. Ja, wollte gerade sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in eine schwereren Section. Und zwar zu einer Section, wo du halt wirklich heute, glaube ich, noch gar nicht richtig gefahren bist. Und zwar haben wir ganz vorne, vielleicht sieht man das da hinten sogar, eine kleine Hip, würde ich sagen. Weißt du wo? Warte, meinst du ganz hinten? Ja, da war jetzt rein. Okay, ja. Ja, da könnten wir auf jeden Fall mal was versuchen und schauen einfach mal, ob es klappt. Deswegen gehen wir einfach mal rüber und dann vielleicht sehe ich als ersten Trick, den ich sehen möchte, eine Double Heel Whip rüber. Egal welche Seite, ob es Down Heel oder halt zu Set. Pass auf, ich mach beides in allein, okay? Okay. Double Down Heel und dann Double Heel nochmal. Digga, das hört sich nach einem sehr guten Plan an. First Try? Okay. Was sagst du? Okay, das war sehr dolle, danke. Übrigens planen wir ein richtig geiles Instagram Calling the Shots. Deswegen schreibt jetzt schon mal bei mir oder bei Henry auf Instagram einfach mal per DM einfach mal Tricks rein, die wir auf jeden Fall machen werden und dann werdet ihr im nächsten Video erscheinen. Deswegen seid am Start. Okay, Henry, wir haben jetzt hier diese wunderschöne kleine Hip und ich glaube, da kann man wirklich cool sein. Ich glaube wirklich, Double Heel in allein easy, oder? Ich denke, das wird easy sein. Ich kann es mir auch gut vorstellen, deswegen First Try, ich sag easy. Easy, oh mein Gott, fast einfach den Fuß mitgenommen. Aber jetzt nochmal weiter. Und zwar hier, Double Heel, ja, andere Seite. Ganz easy, oh mein Gott. Ja, man hat hier tatsächlich nicht so viel Platz, um die Hip zu fahren. Aber ey, Digga, first try. Easy, ohne Probleme. Deswegen möchte ich von dir jetzt einen. Oh mein Gott, das wird eine Challenge für dich sein. Okay. 180 gegen diese Band und dann Barspin raus, oben drauf. Weißt du, was ich meine? Nee, warte. Okay, ich glaube, er checkt gerade gar nicht. Ich habe ja natürlich hier diese Bank, diese eine, richtig? Ganz ja, normal. Ja. Also du kannst ja theoretisch ganz rüberspringen, aber du kannst natürlich auch so machen, dass du 180 gegenspringst, also so Fakey dagegen springst. Ja. Und dann einfach 180 Half Cap Bar rausmachen. So oben drauf dann? Ja, genau. Das klingt machbar, oder? Hast du schon gemacht? Bestimmt, aber keine Ahnung wann. Ja, und vor allem, sowas macht man eigentlich nicht, wenn man halt so lange vor allem nicht fährt, ne? Richtig. Aber ich möchte sehen, deswegen mal schauen. Okay, mal gucken, ob das First Try jetzt hinbekommt. Ah, jetzt schon mal. Ja, easy! Und dann noch Double Whip, glaube ich, war's Drop-In. Ja, er hat direkt verstanden. Okay, sehr geil. Oh, sehr easy. Henry, einen letzten Trick, den wir machen werden. Und zwar darfst du, egal wo, egal was, dir aussuchen, was du jetzt machen möchtest. Einfach ein Trick meiner Wahl? Ja, du kannst jetzt zum Beispiel Rail fahren, haben wir zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Du kannst jetzt irgendwo noch Flips machen, du kannst jetzt irgendwo noch Kickdes machen, Rifles, Buttercups. Such mal aus. Hast du schon eine Idee? Okay, pass auf, ich habe eine Idee, aber soll ich es sagen oder soll ich es einfach machen? Sag mir, wo ich stehen soll und dann möchte ich es sehen. Wir gehen zur Spine, okay? Oh, zur Spine. Alles klar, machen wir. Ich weiß nicht, wie viele Tricks er macht, aber ich filme einfach mal komplett drauf, bis er halt einfach aufhört zu fahren. Oh mein Gott, Alter. Okay, er kachelt weiter. Also er macht noch was. Oh, das war ein bisschen... Digga, wie dick war der denn? Das war ja schon fast ein Backflip. Lass mich nochmal machen, okay? Ich will nochmal machen. Okay, er macht nochmal geil. Stigen Handplant. Oh, geil. Oh, ich finde Handplant so nice. Voll mit Fastplant. Jetzt Dip Dreier. Oh mein Gott, was? Oh, jetzt hat er noch einen Flair gemacht, habe ich jetzt leider nicht drauf. Aber was war das für ein Dip-Dreier? Der Dip-Dreier war ja wirklich absolut pervers, Mann. Sah nice aus. Digga, komplett. Henry, danke, dass du vor allem hier dabei warst und vor allem mir geholfen hast mit dem Video, weil ich meine, im Endeffekt kann ich ja immer noch nicht fahren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Schreibt, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und willst du noch was sagen? Nein, gut, peace, Leute.